Und dafür sind wir dir von Herzen dankbar, lieber Guido. Ne? Noch viel bitterer könnte es in Baden-Württemberg allerdings Sonntag für die SPD werden. Wenn es blöd läuft, erlebt Sigmar Gabriels Partei da ein regelrechtes Wahlingrad, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Und jetzt die Frage, liegt das an seinem Schlingerkurs in der Flüchtlingsfrage oder doch schon wieder am Spitzenkandidaten? Hier, Nils Schmid beim Klinkenputzen. Ja, bitte. Guten Tag, hier ist Nils Schmid von der SPD. Können wir kurz zu Ihnen raufschauen? Nee, danke. Schade. Schade. Ja, das war übrigens seine Mutter da in der Gegensprechanlage. Einziger Hoffnungsschimmer für die Sozen in Rheinland-Pfalz holt Malu Dreyer auf. Ne, im Duell mit ihrer superpatenten Herausforderin Julia Klöckner von der CDU in der Battle of the Hosenanzüge. Und nach neuesten Umfragen wird das arschknapp in Rheinland-Pfalz. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen um die Frau Klöckner. Sollte es nicht klappen, hat sie schon einen tollen neuen Job in Aussicht, und zwar als Moderatorin bei Sat.1. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Sat.1 Regionalmagazins für Hessen und Rheinland-Pfalz. Unser erstes Thema: Glas ist durchsichtig. Das war mit Abstand das Substanziellste, was ich je von der Frau gehört habe, meine Damen und Herren. Julia Klöckner! Hauchknappes Duell mit Malu Dreyer. Also insgesamt kann man sagen, nervenzerfetzende Hochspannung also vor diesem super Sonntag. Und unser Heute-Show-Wahlstudio läuft natürlich längst auf Hochtouren. Der Kollege Albrecht Humboldt von der Forschungsgruppe Wahlen macht da für uns durch bis Sonntagnacht. Albrecht, wie spannend wird's denn? Herr Welke, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen durch. Ja, bei diesen Wahlen, da kann ja alles passieren. Gut, früher haben wir zwar gewählt, aber da wussten wir ja immer schon vorher, was dabei rauskommt. Aber jetzt diese Ungewissheit, das ist nicht das, was ich unter Demokratie verstehe. Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Albrecht, es ist doch schön, wenn man ein bisschen Leben in die verschneite Parteienbude kommt. Schön? Das ist pure Anarchie. Ich habe so einen Horror vor der ersten Hochrechnung um 6. Ich habe mir schon bei Amazon so ein Defili-Dingsbums hier geholt.